Manchmal muss man einfach mal raus. Das Feuer, wo man vielleicht am Anfang hat, ist abgenutzt. Eigentlich habe ich alles und trotzdem fehlt irgendwas. Eine Auszeit vom Job, der Wunsch von vielen. Ich muss demnächst meinen Traum möglich machen. Wie jeden Morgen geht Mo ins Büro. 8 Stunden verbringt sie hier täglich. Ein Arbeitsleben wie Millionen andere. Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren bei der Techniker Krankenkasse. Also mit 16 habe ich hier angefangen. Den Kick, der ihr fehlt, suchte sich Mo bisher am Wochenende. Und in den 4 Wochen Jahresurlaub. Ich dachte mir, okay, was könntest du denn jetzt noch machen? Ich habe einen Job, ich habe Freunde, ich habe ein Hobby, was mir Spaß macht. Eigentlich habe ich alles und trotzdem fehlt irgendwas. Und ich kann nicht sagen, was. Und ich hoffe, dass, wenn ich wiederkomme, dass ich weiß, was mir gefehlt hat und dass ich das vielleicht auch gefunden habe. Mo will mehr. An diesem Tag räumt sie ihren Schreibtisch für ein halbes Jahr, für eine Auszeit vom Job. Das hat sie mit ihrem Arbeitgeber ausgehandelt. Um über die Runden zu kommen, hat sie 2 Jahre lang auf einen Teil ihres Gehalts verzichtet. Das heißt, ich kriege ganz normal mein Gehalt weiter in der Zeit. Dann habe ich natürlich auch noch ein bisschen angespart und hoffe, dass das reicht. Und wenn das nicht reicht, dann muss ich ganz nur an mein anderes Sparkonto noch ran und da auch noch was mopsen. Und irgendwie wird das schon gehen, ja. Mo will auf Weltreise gehen. Aber nicht alleine, sondern in Begleitung von Max, ihrem Freund, einem Weltenbummler. Er ist halt eigentlich das komplette Gegenteil von mir. Ich habe diesen 9-to-5-Job und seit 10 Jahren bei der TK und alles ist geregelt. Und ich habe meine Wohnung und Freunde und Familie. Und er reist halt irgendwie durch die Welt und lebt halt einfach seinen Traum. Und das hat mich so fasziniert. Und deswegen haben wir auch gesagt, wieso können wir den Traum nicht irgendwie auch zusammenleben und einfach mal ein halbes Jahr zusammen auf Weltreise gehen. Okay, jetzt sind wir am Hamburger Flughafen. Und jetzt geht's los. Ne? Ja, jetzt geht's los. Mit einem Videotagebuch dokumentiert Mo ihr Auszeitabenteuer mit Max. Die beiden hatten bislang eine Fernbeziehung und sich überhaupt erst 6-mal gesehen. Masselinie da unten, die haben wir da. Jetzt wird's ein bisschen schwierig, ich fahr mal ganz außen rum. Dieter wird bald 50. Seit 15 Jahren ist er Berufsschullehrer. Immer der gleiche Stoff, immer die gleichen Probleme mit Schülern und deren Motivation. Dieser Funke, das Feuer, wo man vielleicht am Anfang hat, man will einen tollen, begeisternden Unterricht machen, ist ein bisschen abgenutzt. Das merkt man an der Reaktion von den Schülern, dass man vielleicht doch nicht mehr den 100-prozentigen Elan hat und diese, ach, ich habe jetzt richtig Spaß, mit denen was zu machen. Dieser Kampf gegen diese träge Mühle Schüler, das ist das, was vielleicht ein bisschen sehr abschleift. Dieters Akkus sind leer. Eigentlich wäre ich blöd, wenn ich es nicht machte. Ich muss mir im Prinzip keine Sorgen um meinen Arbeitsplatz machen. Und ich bin jetzt schon einige Jahre Single, habe keine Kinder. Aber nach dem Jahr wird hoffentlich einiges anders, vielleicht auch im privaten Bereich. Das war's. Dieters letzter Arbeitstag. Die Schulleitung hat zugestimmt, dass er ein ganzes Jahr lang Ferien vom Job machen darf. Jetzt kann Dieter endlich in die Tat umsetzen, wovon er schon so lange geträumt hat. Segen, das ist für mich schon mein Ein und Alles, mein großes Hobby. Es ist auch so, ich werde jetzt 50 dieses Jahr. Zunächst mal, weiß ich nicht, kann ich das physisch noch in 16, 17 Jahren. Dann denke ich auch schon, diese Break bezüglich der Schule ist ganz gut. Und da hoffe ich, dass ich noch hinterher wirklich noch mal ein tolles Arbeitsleben habe. Dass ich nicht sage, ich habe jetzt 30 Jahre am Stück Schule gemacht, sondern dass ich wirklich 2-mal 15 Jahre gemacht habe irgendwo. Nach einer Forsa-Umfrage wünschen sich 40% aller Deutschen eine Auszeit wie Dieter. Ein sogenanntes Sabbatical, um das alte Leben eine Zeit lang hinter sich zu lassen. Endlich mal Ruhe. Weg von all dem Berufsstress, der täglichen Tretmühle. Sabrina erfüllt sich ihren Traum in den Alpen, in der österreichischen Steiermark. Sie ist 27, will hier wieder Kraft tanken.
Seit ich 18, 19 bin, war das schon immer ein Traum von mir, dass ich mir eine Auszeit nehme und über den Sommer vor allem gehe. Und im Beruf ist es immer mehr geworden und immer mehr geworden, mehr Stress, mehr Druck. Und dann habe ich jetzt einfach gedacht, jetzt ist die Zeit, ich will einmal weg von meinem Beruf und will komplett was anderes machen. Sabrina arbeitet 4 Monate lang ohne Lohn als Sennerin. Während eines Urlaubs hatte sie schon mal erste Erfahrungen gesammelt. Ja, da geh her. Ich bin auf der Intensivstation bei uns im Klinikum. Und da ist halt immer die Gefahr, wenn ich einen kleinen Fehler mache, kann ein Mensch dran sterben. Und das ist jetzt hier im Vergleich. Ich habe schon die Verantwortung über alle Kühe. Aber ich bin nicht schuld dran, wenn jetzt eine Kuh vom Blitz getroffen wird oder wenn eine Kuh vom Berg runterfällt. Das sind alles Naturgeschichten. Da kann kein Mensch was dafür. Sabrina muss auf 150 Kühe aufpassen und sicherstellen, dass alle gesund und anwesend sind. Am Anfang bin ich so durch die Wiesen gegangen und habe mir gedacht, die Kuh hat Durchfall. Und dann denkt man schon wieder, das Krankenschwester-Denken, was kann alles damit zusammenhängen? Warum hat sie Durchfall? Hat sie was Falsches gegessen? Und nachdem ich wirklich zu einem Bauern gesagt habe, du, der Stuhlgang, geht ins Gelbliche. Im Krankenhaus heißt es wieder, vielleicht hat man mit der Galle Probleme. Und dann haben mir einfach die anderen ausgelacht und gesagt, komm, trink einen Schnaps. Einfach mal abschalten. Für Sabrina schwerer als gedacht. New York. Die erste Station von Mo und Max auf der großen Reise um die Welt. Der Schreibtisch in Hamburg ist weit weg. Viel näher sind jetzt andere Gedanken. War es eine gute Idee, die Auszeit dafür zu nutzen, eine neue Beziehung zu erproben? Wir haben nicht die meiste Beziehungserfahrung zusammen. Also wir kennen uns einfach noch nicht so wahnsinnig lange und es scheint gut zu, also funktioniert gut, bisher zumindest, Tag 5. Natürlich ist da schon manchmal die Angst, okay, kriegen wir das wirklich alles so hin, auch mit dem Geld, klappt das so, wie wir uns das vorstellen, klappt das auch mit unserer Beziehung so, wie wir uns das vorstellen, da ist natürlich auch die Angst, okay, vielleicht muss ich auch irgendwann alleine weiterreisen, aber auch darüber haben wir von Anfang an offen drüber gesprochen, haben gesagt, okay, und wenn es so ist, dann ist es so. Der nächste Beziehungstest steht in Florida an. Mo dokumentiert hier die Fallschirmkünste von Max. Er ist Profi, nimmt an einer Weltmeisterschaft teil. Mo ist hautnah dabei. So hat sie sich ihr Sabbatical vorgestellt. Abenteuer rund um die Uhr, statt jeden Tag 8 Stunden Arbeitszeit. Ich genieße die Auszeit sehr und ich weiß, ich muss nicht zur Arbeit und muss mich aufs Wochenende freuen, sondern ich kann morgens aufstehen und freue mich, dass ich an dem Tag springen gehen kann. Die beiden haben sich hier einen Wohnwagen gemietet. Die große Freiheit auf engstem Raum erfordert Toleranz von Max. Denn Mo scheint auch von ihrer Ordnungsliebe eine Auszeit zu nehmen. Das ist ein bisschen Chaos, das ist wohl recht, richtig, ja. Ich habe den Eindruck, dass sie das einfach aufgestaut hat. Über die vielen Jahre, die sie nur in ihrem festen Job gearbeitet hat, ist, glaube ich, das Bedürfnis nach Abenteuer und Unordnung und sich jeden Tag neu organisieren. Und jetzt kommt das alles raus. Und inzwischen ist es teilweise so, dass sie sich weniger im Kopf macht als ich. Von daher bin ich ziemlich optimistisch, dass wir es durch die Zeit der Reise schaffen. Was danach ist, ist immer ein bisschen spannend, weil wenn man ein halbes Jahr miteinander im Prinzip in einem Wohnwagen geschlafen hat und alles zusammen gemacht hat, dann ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann erstmal eine Pause braucht. Eine Auszeit von der Auszeit? Mo will darüber jetzt noch nicht nachdenken. Die Reise hat ja gerade erst angefangen. Sabrinas Sabbatical sieht da ganz anders aus. Sie lebt allein auf einer Almhütte. Eine Idylle. Doch die muss sie sich täglich neu erarbeiten. Wenn du was Warmes zum Essen willst oder sogar einen Kaffee in der Früh, dann musst du erst einmal einen Holzofen einheizen. Dann dauert es eine Stunde, bis das Wasser kocht und dann kannst du einen Kaffee aufbrühen. Also es ist alles, egal was man isst oder trinkt, hart verdient. Fast am allermeisten fehlt es ein richtiges Klo. Ein Klo mit Spülung, wo Wasser kommt, wo es normal riecht. Vielleicht noch Duftstein oder so.
Sabrina hat sich sehr nach der Einsamkeit der Berge gesehnt. Kein Internet, keine besonders gute Telefonverbindung, weg vom Leben der anderen. Tage, die waren sehr komisch, eben weil man ist alleine, man hat keinen Fernseher und man überlegt, könnte ich vielleicht jemanden anrufen oder was könnte ich tun? Aber ich habe jetzt wieder neu gelernt, dass ich mich einfach mit mich selber beschäftige, dass man einfach alleine spazieren geht, die Natur genießt. Man muss an gar nichts denken, man kann den Kopf abschalten und einfach nur genießen. Genießen bedeutet hier nicht faulenzen. 6 Stunden bergab und bergauf, um nach den Kühen zu schauen. Ein Arbeitstag, der morgens um 6 Uhr beginnt. Ich habe meinen geregelten Tag. Also ich stehe in der Früh auf, ich mache meine Arbeit und dann abends ins Dunkel gehe ich wieder ins Bett. In meiner Arbeit im Krankenhaus, da hat man absolut keine Routine nicht. Man hat keinen geregelten Tagesablauf, man hat 3 verschiedene Schichten. Ich wollte jetzt einfach mal von dem Ganzen weg und keine kranken Patienten um mich herum, einfach nur die Ruhe und in den Tag hineinleben. Die Wanderer kommen. Bei schönem Wetter kehren sie regelmäßig bei Sabrina ein. Einnahmen, die sie braucht, um ihren Almaufenthalt überhaupt finanzieren zu können. Denn in dieser Zeit bekommt sie kein Gehalt vom Krankenhaus. Ich habe meine Fixkosten, ich muss meine Wohnung zahlen. Das Geld habe ich mir jetzt auf die Seite gespart, damit ich die 4 Monate überbrücken kann. Ich habe dann vor einem Dreivierteljahr ungefähr mit meinem Arbeitgeber geredet. Er war schockiert, weil es ist die Sommermonate, jeder von meinen Arbeitskollegen will in den Urlaub gehen, was auch verständlich ist. Und jetzt bin ich aus 100% Kraft jetzt die 4 Monate im Sommer nicht da. Olbia auf Sardinien. Dieter ist gerade angekommen. Der Traum, auf den er 4 Jahre lang gespart hat, wird nun endlich Wirklichkeit. Aus Dieter, dem Lehrer, wird Dieter, der Seemann. Für ein ganzes Jahr. Schiffskamerad Carsten begleitet ihn auf seinem Segeltrip. So, ready. The boat is ready. Ah, schön. Welcome aboard. Thank you. Ah, das erste Mal. Klasse. Sauber, sauber. So, und das wird mein Reich sein für ein ganzes Jahr. Den Katamaran haben sie gemeinsam gemietet, für eine 5-stellige Summe. Für wie viel genau will Dieter nicht sagen und jetzt auch nicht mehr daran denken. Irgendwie war mir gar nicht so bewusst, was jetzt eigentlich kommt, was das jetzt bedeutet, dass ich jetzt einen Flieger steige. Und zwar nicht nur für eine Woche Sardinien, sondern für ein ganzes Jahr, ja, irgendwo. Boah. Da hilft, dass man, und das merke ich jetzt schon, dass man auf dem Schiff ganz schnell weg ist. Also jedes Mal, wenn ich segel, gell, da bist du auf dem Schiff, du vergisst Geburtstage, das ist so aus, das ist alles so egal irgendwie, man ist einfach nur hier. Kapitän Dieter hat während der gesamten Reise zahlende Gäste mit an Bord. Einnahmen, die das Abenteuer überhaupt erst finanzierbar machen. Aber entlasten werden ihn die Mitsegler nicht. Denn sie haben kaum Erfahrung auf See. So trägt Dieter die Verantwortung und wird seine Gäste schulen müssen. Also irgendwie doch wieder im Lehrerjob? Ja, es bleibt spannend, es geht weiter. Und jetzt gehen wir mal und fliegen mal eine Runde. Ihr nächster Stopp, Australien. Auch in Down Under wollen Mo und Max Fallschirm springen. Wieder wohnen sie in einem Wohnwagen und wieder herrscht das Chaos. Nur viel schlimmer. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Seit Tagen mit Ameisenplage. Ich glaube, vor einem Jahr hätte ich gesagt, hier gehe ich nicht rein, auf gar keinen Fall. Und man lernt sich irgendwie von einer ganz anderen Seite kennen. Und ich glaube, auch du hast ja auch oft während der Reise schon gesagt, okay, ich hätte es nicht immer gedacht, dass du es dann doch so gelassen siehst. Und auch ich von mir hätte es nicht gedacht, dass ich das dann so gelassen sehe. Die Reise geht weiter. Nach 3 Monaten Australien zieht es sie nach Neuseeland. Ihr neues Zuhause ist jetzt ein Auto, in dem sie auch in den nächsten Wochen schlafen wollen. Mo bekommt ihr Gepäck kaum unter. Die Enge wird zur erneuten Belastungsprobe für die Beziehung.
selbst wenn man in einer kleinen Wohnung miteinander lebt, hat man mehr Zeit und Raum für sich selber, als wir das jetzt die letzten Wochen hatten. Einfach dadurch, Monate. Dass man, es ist wirklich super, super konzentriert und man kriegt dann auch echt jede Stimmung mit, ne? Ja. Die Stimmung ist im Keller. Und dann läuft auch noch Max' Reisepass ab. Ein Ersatz muss organisiert werden, sonst ist die Weiterreise gefährdet. Guten Morgen. Morgen. Wir brauchen heute ganz viel Glück. Warum brauchen wir heute ganz viel Glück? Weil heute dein Reisepass ankommen muss. Und deswegen habe ich irgendwie gefühlt die halbe Nacht wach gelegen und sieht, glaube ich, ziemlich verschlafen aus. Was ist das? Ist das? Was ist es? Cool. Doch trotz der Freude fragt Mo sich mittlerweile, ob Max' Lebenseinstellung wirklich das Abenteuer ist, das sie gesucht hat. Auch über eine gemeinsame Zukunft will er nicht nachdenken. Mo geht auf Abstand. Aber der Plan ist, dass ich noch mal eine Woche alleine reise. Hm? Willst du ein bisschen über die Beziehung nachdenken und ob das alles noch so sinnvoll ist, ne? Das ist ja gesagt. Ein bisschen die Beziehung überdenken, ne? Ich glaube, du freust dich mindestens genauso wie ich. Verstehen, wie du ein bisschen deine Ruhe von mir hast. Mo macht Nägel mit Köpfen. Sie hat während der Reise Freundinnen gefunden und verabredet sich mit ihnen. Max reist alleine weiter. Mona? Sabrina hat Gesellschaft bekommen. Von den Bauern aus der Umgebung, die sie hin und wieder besuchen. Zwanglose Treffen, endlich mal ohne Termine, ohne jede Verpflichtung. Wir haben ja nicht nur den Stress im Beruf, sondern man macht sich auch einen Freizeitstress. Und da habe ich Angst, dass ich schnell wieder in dem verfalle, dass er meint, man muss da muss man mit, man kann nichts absagen, man muss da anwesend sein. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich nur noch das mache, was ich will. Und dass ich einfach sage, ich steige im Auto und fahre irgendwo hin, wo es schön ist. Hier und jetzt ist für Sabrina das Leben in Ordnung. Und doch schleichen sich erste Sorgen ein, wenn sie an ihre Rückkehr in die Klinik denkt. Nun habe ich schon ein bisschen Angst oder Bedenken, ob ich das alles wieder schaffe. Die 3 Schichten, dann arbeiten wir teilweise 10-12 Tage am Stück durch, ob ich dem ganzen Druck wieder standhaft bin. Vor dem habe ich ein bisschen Bedenken. Aber ich schiebe den Gedanken total weg von mir. Weil ich will eigentlich jeden Tag hier nur genießen. Hey! Die Zeit läuft. In 4 Wochen endet ihre Auszeit auf der Alm. So. Bangkok. Mo und Max haben sich wieder vertragen und wollen nun doch ihre Weltreise miteinander fortsetzen. 5 Monate vieler gemeinsamer Erlebnisse liegen hinter ihnen. Aber so richtig zusammengefunden haben die beiden nicht. Und anstatt die Auszeit vom Job einfach zu genießen, kreisen Mos Gedanken immer wieder um die Frage, wie es weitergeht mit Max. Max ist halt so einer, der sagt, okay, ich lebe jetzt und hier und das ist nicht in unserer Beziehung nur so, sondern das ist, glaube ich, generell seine Einstellung einfach so. Ich lebe ihm jetzt und hier und ich weiß nicht, was morgen und übermorgen ist. Und dann müssen wir halt gucken, was daraus danach wird. Mo's Sabbatical entwickelt sich zum Beziehungsprüfstand. Vielleicht hilft ihr ja buddhistische Gelassenheit. Aber trotz aller Krisen hinterlässt der Zauber Thailands seine Spuren. Die Eindrücke in der fremden Welt verändern Mo's Einstellung zum Leben. Vor allem zum Konsumdenken. Es ist halt einfach ganz anders.
ja, die Menschen sind halt so glücklich und froh, aber wir vergleichen das dann immer und denken, oh mein Gott, da leben irgendwie 20 Leute auf 20 Quadratmeter, aber die kennen es halt auch nicht anders. Und irgendwie ist das schön. Und daran sieht man wieder, man kann halt auch mit wenig glücklich sein. In nur 4 Wochen wird Mo wieder in ihr Büro zurückkehren. Und wie schon so oft in den letzten Monaten hinterfragt sie ihren bisherigen Lebensplan. Auch darüber haben wir schon ausgesprochen, weil du gehst jetzt in dein Büro zurück im Sommer und sitzt halt den ganzen Tag im Büro. Und ja, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, irgendwie die Segel abzubrechen und einfach mal was ganz anderes zu machen. Sabrinas Zeit als Senderin ist vorbei. Sie kehrt gestärkt zurück in den Job. Der ganze Stress, den wir oft in der Arbeit haben, an den denke ich jetzt gar nicht, weil es ist schon so lange her, dass ich zum letzten Mal den Stress gehabt habe. Und ich freue mich total auf meine Arbeitskollegen heute. Und ich bin jetzt total aufgeregt und freue mich. Der erste Tag. 4 Stunden später. Alles scheint wieder beim Alten zu sein. Der übliche Stress auf der Intensivstation. Wenn du bei diesem Patienten arbeitest, musst du schon wieder in Gedanken beim nächsten Patienten sein, wo du als nächstes hinrennst. Und das ist eigentlich der Stress, der eigentlich kann man sagen psychischer Stress. Weil man ist verantwortlich für das Menschenleben und man möchte natürlich das Bestmögliche daraus machen. Der Alltag hat sie wieder. Die Vorbereitungen auf Sardinien sind endlich abgeschlossen. Bei Dieter geht es jetzt los. Auf ihn warten nicht nur blauer Himmel und Segelvergnügen. Seine Gäste werden ihm einiges abverlangen. Also ich werde über das Jahr weg 90 verschiedene Leute auf dem Schiff haben. Wird sicherlich zum einen anstrengend, weil die natürlich auch ihren Urlaub genießen wollen, die ein oder andere Party machen. Ich muss natürlich auch dann immer dabei sein. Aber ich sehe das als positiver Stress und ich denke, es ist was ganz anderes. Das reißt mich aus der Schule raus und ich kann dadurch vielleicht wieder Energie gewinnen. Dieter hat über sein Leben nachgedacht. Und darüber, dass ihn noch mehr als 15 Jahre vom Rentenalter trennen. Für ihn gilt jetzt oder nie. Ich kann es wirklich nur empfehlen, jeder, der irgendwo die Gelegenheit hat, macht's. Wer weiß, wie es mit 67 aussieht, was die Gesundheit macht. Und morgen lässt es einen Schlag und dann geht sowas gar nicht mehr. Und dann trauert man dem ewig nach. Und ich glaube, ich komme auch anders zurück. Mo ist wieder in Hamburg. Was hat ihr das Sabbatical gebracht? Ja, Fazit der Reise ist, ich würde es immer wieder machen. Das einzige Blöde war, dass ich es nicht schon vorher gemacht habe oder nicht viel früher. Heute ist sie zum ersten Mal wieder im Büro. Nach einem halben Jahr. So, jetzt bin ich quasi wieder an meinem Arbeitsplatz. Wie man sieht, haben meine Kollegen auch wieder ganz, ganz lieb und nett meinen Tisch geschmückt. Ein gutes Zeichen. Die Kollegen waren wohl nicht sauer, dass Mo sie mit der Arbeit so lange alleine ließ. Direkt am ersten Tag war es, also ich glaube, ich war so eine Stunde da und dann hatte ich gleich die erste Telefonkonferenz. Das war echt so, okay, von was redet ihr und was mache ich hier eigentlich und will ich das überhaupt? Also das war der erste Tag, war echt, das war ein kalter Einstieg und das war, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das noch will. Aber was wäre die Konsequenz? Kündigen? Aussteigen für immer? Irgendwie alles aufzugeben, um durch die Welt zu reisen, das ist mir gerade nicht wert, weil mein Chef mir das ermöglicht, das nochmal zu machen. Ne? Ich weiß, ich arbeite jetzt irgendwie 2, 3 Jahre und dann weiß ich, da möchte ich halt wieder nochmal reisen und sie ermöglicht mir das auch. Ist das Leben nach dem Sabbatical ein ganz anderes? Mo ist inzwischen ernüchtert. Ich hätte gedacht, dass man viel länger von so einer langen Auszeit zehrt und viel länger irgendwie noch in dem chilligen Modus gefangen ist und alles noch locker sieht und alles so, mir kann keiner was anhaben, ich bin gerade durch die Welt gereist und es ist alles super. Nee, so ist es nicht. Man ist super, super schnell wieder im Alltag drin. Auch die Unordnung hat Mo hinter sich gelassen. Ihr Zuhause ist aufgeräumt wie eh und je. Mit Max hat sie wenig Kontakt. An diesem Abend meldet er sich aus der Schweiz. Hallo. Hi.
Na? Bist du bei dir zu Hause? Nee, ich bin noch an der Jobsuche. Okay, also der Plan steht, dass du Montag kommst. Also wenn das alles klappt, ne? Was? Ihr habt mir extra einen Tag Urlaub genommen. Freigeschaufelt. Ja. Wie jetzt? Nein, also da muss ich nochmal gucken, was insgesamt irgendwie sich auch halt rechnet. Das ist noch nicht so ganz klar, aber da habe ich ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt erstmal so der Plan, da muss ich irgendwie gucken, wie es weitergeht. Das ist keine Option. Jetzt ist es eigentlich, ja, bis auf dass wir die Weltreise zusammen gemacht haben, ist es eigentlich auf den gleichen Standpunkt wie vorher. Also klar, wir kennen uns viel besser und es ist viel inniger, aber es ist immer noch auf den Standpunkt, dass er wird durch die Welt reisen und ich werde ihn besuchen und es wird halt immer eine Fernbeziehung sein, die mehr als 2-3 Stunden entfernt ist. Also insofern war es von Anfang an eigentlich klar. Ob mit oder ohne Max, für ein Sabbatical wird sich Mo jederzeit wieder entscheiden. Den Antrag dafür hat sie bereits gestellt. Sabrina denkt wie Mo schon an eine neue Auszeit, obwohl sie noch immer von ihrer Zeit auf der Alm zehrt. Es schwankt fast jeden Tag, ob ich noch mal Auszeit machen würde oder wieder nicht. Weil dieses Jahr, das war perfekt. Wir haben nur positive Erlebnisse gehabt. Und ich denke mir, wenn ich das noch mal machen würde, dann... Also sowas wie heuer kann man nicht mehr toppen. Aber wenn ich noch mal Auszeit machen würde, dann auf jeden Fall wieder auf die Alm. Die 4 Monate in der Natur haben Sabrina verändert. In der Freizeit schnuppert sie Landluft, so oft sie kann. Und für den Job ist sie jetzt besser gerüstet. Vor der Alm, da war ich einfach wirklich froh, einmal eine gewisse Zeit nicht ins Krankenhaus zu müssen, keine kranken Leute zu sehen. Und ich habe schon gemerkt, ich war schon ziemlich kaputt und auch ein bisschen ausgelaugt. Und jetzt fühle ich mich aber momentan einfach, ich denke mir, was packt man morgen an? Also ich bin fit. Dieter hat jetzt seine ersten 3 Gäste an Bord. Letzte Anweisungen vor dem Ablegen in Seglerdeutsch. Du hast schon so viel Reibung, dass da kein Zug mehr drauf ist. Also für den Kopfschlag zum Schluss hast du Zeit. Seine Segelschüler hat er im Griff. Es scheint, als ob Dieter seine Lehrerrolle doch nicht so ganz ablegen kann. 1 Jahr hat er immerhin dafür Zeit. Was der Kasi jetzt schon gemacht hat, ist den Lazyback geöffnet. Ja? Nee, schneller, du kannst die ganze Lose rausziehen. Auf, voll. Ab sofort turnt hier oben niemand mehr rum, weil das richtig gefährlich ist und wackelig ist. Ja?